Willkommen zurück, Rainbow Six, hätte ich beinahe gesagt. Wild Division ist am Start mit dabei, der liebe Julian. Guten Tag und natürlich der Gastgeber, also der Jan. Hallo, ja, letzte Folge hatten wir ja die bezaubernde Doktorin Kendall Jenner befreit und ein paar Nebenaufgaben gemacht. In dieser Folge haben wir uns als Ziel gesetzt, auf jeden Fall erstmal den rechten Bereich zu clearen, daraus dann die Nebenmission geleitet bekommen ins nächste Safe-Gebiet und dann den nächsten Haupteinsatz abzuschließen, um die Story voranzutreiben. Die Nebenmission vermisste Personen Heather Lau sind schon markiert. Und natürlich ist der liebe Julian wieder mal am Vorsprinten. Ja, natürlich. Die schrie gerade Gottes mit ihnen. Da kennt er aber den lieben Gott Echt? nicht. Bei Naja. mir, hat die irgendwas mit einem Engel gesagt. Ja, dann hat sie aber nicht über dich Sollen wir die geredet. drei Typen hier noch killen? Ja, ne? Ja, ja. Komm. Machen wir die schnell fertig hier. Wenn ich ja spitz wie Nacht was tun. Oh, die sind Level 5. Oh, ich habe ja noch gar keinen guten Griff. Die AK fliegt ein bisschen hoch. Ein bisschen, wa? Ja. Wow, es weihnachtet sehr. Ich bin ja echt mal gespannt, ob jetzt mit dem nächsten Update, also am Dienstag, ob da jetzt die Wetteränderungen kommen. Ich tippe nicht drauf. Ich glaube auch nicht, aber ich weiß es nicht. Division wird ja momentan von so vielen Seiten dermaßen runtergezogen und schlecht bewertet, was das Spiel gar nicht verdient hat. Also ich sag mal so, ich find's auch eigentlich schön. Aber ja. Ich finde, die patchen das Spiel, die werden, wenn die so weitermachen, werden die das Spiel kaputt patchen. Ja. Das Problem ist, das machen sie aber mit, haben sie mit so vielen MMOs schon gemacht. Ja. Also ich habe auch schon zu Kollegen gesagt, in der Beta war das Spiel am besten. Ja. Ja, da wurde das Spiel auch so gespielt, wie man es spielen soll. Und jetzt nur mit dem Update. Da war das. Jetzt nur mit dem Update, ja, zum Beispiel diese Vorratslieferung rauszuknallen, um dann die Spieler zu zwingen, das Spiel zu spielen, wie man soll. Ja, also eigentlich haben sie es ja schon verkackt in dem Punkt, dass die Spieler das Spiel nicht so spielen, wie man es eigentlich muss. Und dann sie zu zwingen, weiß ich nicht, ob die Leute sich dann darauf einlassen. Es gibt bestimmt welche, die in den ersten Tagen dann da diese Abwurfzonen bekämpfen. Und dann da alles weghauen, ja, richtig. Aber ich glaube, das wird dann auch wieder irgendwann runtergehen und dann werden sie wahrscheinlich den ersten Raid abgeiern. Die Waffen sind okay. Tun wir es also. Wenn sie Kinder haben, du einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Obwohl ich das ja ziemlich mau finde. Ein Raid. Dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Set gut, wie weiß, wie lang, wer weiß, wie lange der geht, ne? Oder ja. Wer weiß, ob das wirklich nur ein Raid ist. Kann ja sein, dass du da hingehst und dann, was weiß ich, in neuen Stadtabschnitt kommst und dann da richtig viele Raids sind. Ja, aber ich sagte ja schon, dass sich der Raid ja alleine schon nur Falkennest nennt und das ist ja da oben. Mist, ich hab Clays Funkgerät zu Hause vergessen. Ich hab schon markiert. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Ich mag Fischstäbchen nicht mal. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Also die Story haben sie eigentlich schon hier richtig geil gemacht. Aber allein, das ist auch das, ne? Die Story wird sehr hart kritisiert, dass sie total lahm ist. Das ist doch eigentlich was, ich verstehe das nicht, ne? Also das, was hier gezeigt wird, ist ja eigentlich die Angst vieler Länder. Dass Terroristen solche Waffen benutzen. Und das ist ja nicht mal unwahrscheinlich. Wenn ich schon sehe, dass hier in Unikliniken da auch mit solchen Viren experimentiert wird und anderen Ländern. Rauben Sie mich jetzt aus? Ja, wir rauben dich jetzt aus. Be a Champion Officer, Official Merchandise. Wie heißt das Team? Was? Champions.
Ist das wirklich der Football-Team, Basketball-Team? Was denn? Die Chariots. Ich kenne jetzt kein Basketballteam, was so heißt. Zumindest in echt. Aber ich glaube, im Stadion steht dort auch. Ich bin ja, was Basketball angeht, ja eigentlich total raus. Genau wie Football. Football ist geil, aber ja. Basketball. Ja, also zugucken mag ich Football auch. Ich verstehe zwar nur die Hälfte, aber. Ich warte ja eigentlich mal auf den Tag, wenn sie in vielen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball und Handball, diesen ganzen Quatsch weglassen, in internationalen Turnieren, mit dieser Auswärtstorregel, dass ein Auswärtstor doppelt zählt und so ein Quatsch. Hey, zielen Sie damit nicht auf mich. Weil rein theoretisch hat dann immer das Team gewonnen, was auswärts ein Tor mehr schießen kann als das andere. Auch wenn es dann am Ende 4-4 stehen wird oder so. Ah ja, schon klar, ne? Wollen wir hier den kontaminierten Bereich machen? Wenn wir den Eingang wiederfinden. Ah, das hier. Oh, hier ist noch ein Echo. Ah, das hatten wir aber schon. Ja. Hä, wo ist denn hier der Eingang? Ich glaube, der ist übrigens doch auf der anderen Seite. Wie verwahrlos die Stadt einfach ist. Da wo wir eben gekämpft hatten, war bestimmt gut, dann das zur Mission. Ja. Die späte Erkenntnis, den Weg nochmal zu laufen. Glaubst du, die bauen hier noch Fahrzeuge ein? Nein. Wäre ja eigentlich großer Schwachsinn, ne? Der Schüsse von rechts. So. Noch freut man sich über grüne Items. Wie eine Kartoffel. Ein guter alte Potato, ey. Hier, bei mir. Ach, da. Ah. So, ist markiert. Alter, da, guck mal, dass man da nicht runter kann. Hier sind Gegner. Ich halte du nicht auch noch dran. Nicht tot. Hier. Mein Gott, Alter, der sieht doch mal ein bisschen schneller. Deine Brille leuchtet im Dunkeln. Ja? Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster? Oh, ich bin in dir drinne. Das hast du dir doch schon immer gemacht. Stehst du da drauf? Nee. Ja, komm, lass mich rein. Faye? Faye,
Hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Hast du was Nützliches? Nö. Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Du musstest was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Kann ich jetzt raus hier? Und was sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann ihn nicht genug danken. Hast du nicht gesagt, sie muss ihre Gitarre auf den Schädel vom Typen zertrümmern? Gitarre. Also bei der Gitarre fehlen auf jeden Fall Saiten. Gitarre. Aber ich glaube, das ist. Wow! So ein... Ah! Ich glaube, die meint die Gitarre. Ein falscher Galileo Mystery. Wäre möglich. Och, ich verlaufe. Nee, war das jetzt hier richtig? Ja. Jo, alles klar. Packt er sein Scharfschützengewehr aus. Ja, normal. Wer hat die ganze Arbeit? Ich. Nein. Also ich habe zwei Leute gekillt und du? Hast du dafür Beweise? Ja. Oh, wir verlassen aber gerade ganz schön das Gebiet, wo wir weitermachen sollten. Jetzt müssen wir erstmal die Satellitenverbindung Agent, hier machen. Hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Jemand hat an den Antennen rumgepusht und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Was mit deinem wo? Verstand und deiner Ausbildung? Tust du mir den Gefallen? Ja, was denn für eine Satellitenverbindung? Hier, jetzt hast du eine andere Mission markiert. Die müssen wir machen. Agent, hast du Zeit? Ich habe gar keine Mission markiert. Wir haben nämlich ein Problem. Warte mal ganz kurz. Und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Bei deinem Verstand so. Und deiner Ausbildung tust du mir den Gefallen. Markier die bitte nochmal. Hab ich doch. Achso, okay, jetzt sehe ich. Ja, jetzt sehe ich die. Okay. Ach, er hat mich zum Führer ernannt. Yes, Sir. Finde ich aber zu freundlich, junger Mann. Ja, ne? War. Ich bete für Sie. Ah. So doof, so einer Linie zu folgen, ey. Zack. Ach, war das nicht eine von den Dingern, wo wir uns so tausendmal verlaufen haben? Ja. Vorsicht, hier sind Gegner. Oh, Granate. Mal ran. Ach, das geht ja noch weiter jetzt. Was hast du denn da hinten bei dir? Ja, da unten auf der Straße sind Gegner, die kill ich gerade. Ach, dann soll ich mir die Kiste alleine holen. Nee. Finde ich aber nett von dir. Ich komme jetzt. Mach den fertig, schnell! Hier ist eine Granate!
Oh. Alles gut? Ja, wieso? Ja, hat sich gerade so angehört, dass das nicht so wäre. Du hast alles repariert. Kann es sein, dass sie gar keine Kiste ist? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir den Scar-Bauplan. Aber der geht's da auch runter, ne? Hier ist auch ein Handy. Wie können wir helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um meinen Bruder. Okay. Aber dann komme ich mal zu dir. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren vor dem Madison Square Garden. Du bist übrigens an der Kiste vorbeigelaufen. Ja, hab ich auch gemerkt. Dann. Nein, war nur Spaß. Ich hab vor der Post auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist und jetzt bin ich ganz allein. Also gehört, sie ist ganz allein, da können wir den Pädophilen vom den Pädophilen hinschicken. Der hilft dir bestimmt gerne. Was? Die Frau ist ganz. Ach, hörst du ja gleich, wenn du das Telefon abhörst. Du wirst doch wissen, was ich meine. Talente. Na komm, nehmen wir erstmal rein. Ich habe das nächste Ding markiert. Zwei müssen wir noch machen und dann können wir ja in der Folge noch den nächsten Einsatz machen. Obwohl, ich glaube, das sehen wir uns dann für die nächste Folge auf. Oh! Die zweite Fraktion. Peanuts! Hast du dir eigentlich schon die, wie heißt das noch, fuck, wie heißen die Kacke jetzt nochmal, Das ist auf jeden Fall so ein Division Kurzfilm, sag ich jetzt mal. Also sozusagen Film zum Spiel. Ach, den du mir empfohlen hast. Ach so, ja genau. Hast du den schon angeguckt? Ja. Und? Boah. Ich habe ja, hab ja schon vorher gesagt, man könnte aus dem Ding hier eigentlich eine saugeile Serie machen. Ja, Serie jetzt vielleicht nicht, aber so ein Actionfilm schon. Na, beides möglich. Serien sind in meinen Augen nur schwerer umzusetzen, weil da muss es ja über mehrere Folgen schaffen, die Spannung hochzuhalten. Oh weißt du, naja, und dann noch über mehrere Staffeln. Kein erwachsener Mann geht Mittwochmorgen um 11 Uhr in ein Juweliergeschäft. Er ist nicht der Typ für eine Affäre, Alex. Warum rennst du ihm dann hinterher? Na komm hoch. Alter, bist du verrückt? Also ich entschuldige mich mal ganz kurz, wenn jetzt hier ganz kurz der Ton voll am Eskalieren war. Aber mir ist gerade voll das Mikro vom Tisch abgehauen. Oh, ich hab fast voll in die Fresse gekriegt. Alter, weißt du, wie laut das war? Ich muss ihn gerade mal wieder an den Tisch festdrehen. Alter. Boah. War das so laut? Das war laut, ja. Entschuldigung. Alter, ey. Das ganze Ding ist abgesegelt. Hat man überhaupt nicht gehört.
voll in die Fresse. Jan? Mhm. Könntest du eventuell mal da unten den Virus-Dings drücken? Ma. Beeindruckend wieder mal. Das konntest ja auch nur du verkacken. Das stimmt ja gar nicht. Bin gerade leicht am gucken, ob da jetzt nicht die Aufnahme gerade abgehauen ist. Alter. Hier oben ist übrigens noch eine Kiste, ne? Ah, das ist passiert. Was denn? Der hat bei mir nicht mehr das Live-Bild angezeigt, sondern verzögert nach hinten gespult. Okay. Wo ist denn hier der verfickte zweite Virenscanner? Kann es sein, dass es der da an der Leiter ist? Nee. Dass der an der Leiter ist, ne? Wo an der Leiter? Ja, unten. Das ist korrekt, dann ist er das. Ja. Voll das Dilettantenfest gerade. Ach Quatsch, und ich kann dir jetzt schon gute Nachrichten sagen. Hm. Wenn du die Kiste haben willst, darfst du nochmal gleich hochrennen. Ja, ich weiß. Aber ich will das blaue Item haben. Oh, komm runter da jetzt. Bei mir waren sogar zwei drin. Post aktivieren. Ja, Moment. 30 Sekunden. Ja. Ansonsten wärst du einfach nochmal runtergerannt, hätte ich beide gemacht. Ja, wäre ich aber an die Decke gegangen, Alter. Echt? Wärst du das? Also so richtig hardcore an die Decke? Ja. Okay. Erstmal voll fett gegähnt. Du. Soll ich das Mikro nochmal fallen lassen? Hat man mein Gehen gehört? Hä? Nö. Also hat sich deine Frage ja erübrigt, ne? Oh. Ich bin jetzt schon bei 2300 SPS und 2500 Leben. So, dann machen wir jetzt noch den letzten Einsatz und dann müssen wir runter an den Hafen. Und dann kriegen wir den Blaupause. Was dachten die Zeit? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Wir machen jetzt. Wollen wir dann nicht eventuell die nächste Folge das alles machen? Nee, wir machen jetzt in der Folge das Ding hier fertig und in der nächsten Folge machen wir den nächsten Haupteinsatz. Ach so, okay. Jetzt zum Geier, man konnte sich doch hier irgendwo abseilen, Alter. Konnte man bestimmt. Bisschen bin ich ja noch nicht oft genug gelaufen, deswegen können wir den jetzt normal auf. Brauchst du gar nicht auf mich schießen. War ich doch gar nicht.
Abgesehen davon, dass du eh nicht getroffen hast. Ich hab Bände geschossen. Doch. Sieht aus wie einer, der auf Teammitglieder schießt. Ja. Soll ich mir sowas zutrauen? Du wärst der Erste, dem ich sowas zutrauen würde. Ist ja nett. Selbst in einer echten Situation würdest du wahrscheinlich aus Schreck dein Teammitglied ein Bein abschießen oder so mit einer Schrotze. Ja, besser als dem Teamkameraden eine Granate vor die Fresse zu werfen. Dein Tod war wenigstens kurz und schmerzlos. Wenn jemand ein Bein abschießt, ich glaube nicht, dass der keine Schmerzen hat. Musst ihm eine ganz stumpfe Säge geben. Nochmal voll fett gegähnt. Meinst du wie in Saw oder was? Ja. Ja, wäre eine Überlegung wert, ne? Dann der erste Saw-Teil ging ja noch, aber die drehten ja immer mehr am Rad von Teil zu Teil. Das ist der Sinn hinter diesem Film. Ja, Man. Aber dass man dann so hart das übertreibt. Tja. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ich hab schon wieder gegähnt. Du hast den Hund übrigens nicht getroffen, Jan. Ich weiß, ich bin doch kein Tiermörder. Aber wenn ich nach hinten gucke, bist du es. Ey, der Hund spackt bei mir voll rum, ne? Gott sei Dank. Oh, da hinten ist er. Okay, jetzt ist er wieder weg. Müssen wir dafür ja Wasserversorgung, das heißt wir dürfen wieder in die Kanalisation. Das macht auch das Leben froh, wa? Willst du mir damit was sagen? Nein. Warum? Die löschen unsere Feuer schneller, als wir sie legen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Arbeit behindern. Ich hoffe mal, wir müssen hier runter. Ich hasse die Klinge. Ja, müssen wir. Hast du den vermissten Agent hier mitgenommen? Ja, klar. Sieht hier so doof aus. Verkneifst du jetzt? Mach ich. Wasserdruck. Lol, haben meine Schüsse gerade nicht connected. Kartoffel-Aim. Ja, das ist schon nicht übel. Oh oh. Um.
Na, kommen die nochmal von oben? Die Wasserpumpen ziehen sich immer so dermaßen. Man steht jetzt eigentlich hier nur und wartet, bis dieses Ding aufgeladen ist, damit man endlich rausgehen kann und abgeben kann. Alter. Wollen wir uns runterporten zum Hafen? Ja. Können wir das überhaupt? Nein. Schätzchen, du bist ein Goldstück, wirklich. Dann lass doch zur Operationsbasis, oder? Na, dann müsst ihr erst unten abgeben, dann haben wir das Gebiet hier geklärt. Ach ja, stimmt. Schon meine Kinder keine Zeit finden, dann vielleicht doch du? Oh Gott. Na, die Folge halt ein kleines bisschen Überlänge. Und dann sehen wir halt in der nächsten Folge dann halt nur den Einsatz. Aber dafür dann sieht man dann in dieser Folge halt ein bisschen mehr vom Spiel. Genau, dafür sieht man in der Folge ein bisschen mehr, wie Jan und ich an uns rumspielen. Ja! Hä? Ich wollte nur so einen lustigen Witz machen wie die Frau gerade. Naja, die mit ihren eigenen Kindern. Na, die wartet ja nur darauf, dass sie mit uns spielen kann. Dann spielen wir hier wieder Ringwerfen und so ein Kram. Nicht Golf, wegen Einlochen und so. Nee, Ringwerfen, dann kannst du überlegen, wie ausgeleiert. Ah, egal. Boah, nee, ey. Alleine dieses Lachen danach, ne? Meine Güte, ey. Junge, Junge, Junge. Wenn die Lippen den Boden berühren, na egal. Boah. Sagst du, so ausgeleiert, dass da drei Stück gleichzeitig reinpassen? Die kann damit schon fliegen. Wie Dumbo. Was Strafe laufen wir hier gegen den Zaun. Oh, hier sind Leichen. Draufpinkeln. Was? Du alten Leichenschänder, du. Immer schön so auf dem Grab gehen, noch die frischen Leichen rausholen und dann. Was ich mich ja auch frage, ne, warum die hier zwei Gräben gemacht haben und trotzdem Leichen in der Mitte liegen. Ne, die kamen doch nicht zum Buddeln. Nee, da sind ja, hier, da sind ja zwei so Gräben. Ja, ich hab das schon begriffen. Und da liegt nur eine Lage von Menschen. Wenn ich in so einer Situation wäre und die Typen und die Menschen schon tot wären, dann würde ich die doch nicht, weiß nicht, nur eine Schicht da in den Graben legen. Da würde ich doch, keine Ahnung, da würde ich die doch da alle reinschmeißen und dann zubuddeln. Eigentlich müssten sie sie sogar verbrennen. Ja. Verbrennt sie. Einmal kurz zur Operationsbasis porten. Yo! Den Erfolg von Phase 1. Wiederhole, Phase 1 erfolgreich. Und dann danke ich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut ihr rein. Ciao!